Hallo, da bin ich wieder. Wie geht es weiter mit einer neuen Generation von www.kostenkalkül.de? Frauen im Stand oder Umbau. Und das ist der Teil 1. Ja, und als erstes legen wir ein Projekt an und gucken dann in den Katalog. Standardkatalog der Kostenelemente hier. Schauen wir uns die Attika mal an und rechts sieht man dann die Eigenschaften zu dem Kostenelement und mit DBD BIM verknüpft sind das die Einzelleistungen darunter, Schalung, Betonstab, Stahl. Ja, und das findet man noch unter Teilleistungen. Hier mit SLB-Baubezug, hier sind aber auch eigene Leistungen möglich. Und jetzt geht's los mit dem Projektteil EG. Nicht vergessen, auf Umbau zu schalten. Weiter und dann holen wir uns den 2D-Plan von der Festplatte. Bestimmen noch den Maßstabsfaktor über ein Gebäudemaß. Übernehmen das Bild und als nächstes arbeitet das Kostenkalkül so, dass das Modellieren immer über Räume geschieht. Die suchen wir uns oben über die Suchmöglichkeit aus und haben dann die Möglichkeit, diese zu modellieren. Wird jetzt hier sukzessive gemacht. Alles wollen wir hier nicht selektieren. Werden wir gleich aber auch noch sehen. Und haben ein paar Linien mehr gezeichnet, die wir gleich rausnehmen müssen. Die und die. Weg damit. Wir machen zwischendurch mal übernehmen, weil dann die Korrekturen leichter sind. Hier lasse ich mal das Lager weg und wenn man genauer hineinzoomt, kann man den Punkt auch besser fangen. Und ja, wir haben unser Bestandsgebäude übernommen, markieren die Neubauwände, die in Rot dargestellt sind. Und sagen, das ist eine Neubauwand, weil es bislang Stand war. Und ordnen noch die Eigenschaften aus der Bauteile zu über BIM Elements. Und in dem Fall nehmen wir ein vorhandenes Kostenelement und übernehmen. Die Abbruchwände werden markiert, die in Gelb dargestellten und dann auf keine Wand gestellt. Damit bleiben die Räume, die alten Räume erhalten. Schauen wir uns nochmal in 3D an und schalten dazu die Räume aus. Damit sieht man jetzt nur die Bestandswände und die Neubauwände werden wir gleich noch farbig sehen. Wir machen aber erstmal weiter mit den Abrisswänden. Die definieren wir über freistehende Wände. Die müssen nochmal neu gezeichnet werden. Und im Grunde genommen dann das gleiche Prozedere. Selektieren die nochmal und sagen dann, dass das keine Standwand ist, sondern eine Rückbauwand. Jetzt ordnen wir die Qualitäten zu, also bemustern die Eigenschaften der Bauteile über BIM Elements. Und da gehen wir über Bauteil neu und definieren das noch durch, weil die nicht standardmäßig vorhanden sind. Also Mauerwerk und dann haben wir oben schon einen gelben Punkt.
und definiere noch, dass es mit von Hand geführten Kleingeräten geschieht. Und wenn wir jetzt auf Preise umschalten, Leistungen, dann haben wir da die Innenwandabbrüche und übernehmen diese Daten noch, gucken in die Plausibilitätsprüfung, die ist leer, also läuft alles richtig bis jetzt. Wenden wir uns noch den Türen zu, die neu gebaut und abgebrochen werden sollen. Und die nehmen wir dann an den Mauszeiger und setzen die in die entsprechenden Wände hinein. Das ist ganz, was Neubau und Rückbau ist. Und ja, schalten wir oben über die Filter auf Rückbau, selektieren die alle vier und ja, definieren den Abbruch der Rücktüren noch durch, bis ein gelber Punkt oben erscheint. Da haben wir schon einen. Also haben wir auch Preise dazu und machen das gleiche jetzt für die Neubautüren, selektieren die und die hat er jetzt schon im Standardkostenelementekatalog vollständig und dann brauchen wir die nur noch zu übernehmen. Plausibilitätsprüfung leer, alles gut, das gucken wir uns jetzt in 3D an und wechseln auf das Farbschema der Kostenelemente. Und jetzt sieht man das auch deutlicher, Rückbau und Neubau, Wände und Türen. Und wenn wir den Bestand jetzt noch dazu schalten, sieht man auch den Ursprungszustand und den schalten wir wieder aus und gucken uns die Berichte an. Hier habe ich ganz einfach mal den Qualitätstypen, Preisqualitätstypen genommen, schalte die Bauteileigenschaften aus und gucke da hinein in diesen Bericht und ja, sehen. Da haben wir die Türen direkt, die Abbruchtüren 4 Stück. Wir haben die Neubautüren 4 Stück. Wände, Abbruch mit 51,782 Quadratmeter und 51,5 Neubau und die 4 Stück Neubauöffnung der Türen. Das Ganze kann man natürlich jetzt auch exportieren. Als Gelbexport ganz wichtig für die LV-Bearbeitung. Und das ist komplett einstellbar nach Leistungsbereichen, Gliederung, zum Beispiel Projektteile, Gewerke. Die Datenart ist einstellbar. Und den Export über BIM-LV-Container, das ist die Grafik mit der Gelb-Datei und einer Verknüpfungsdatei. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Demnächst geht es weiter mit Teil 2. Zu bauen, interessant über Umbau und ich freue mich über konstruktive Kommentare zu dem Video oder auch über Ihre Kontaktaufnahme über meine Webseite. Bis bald!